Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Rückblick auf das letzte Jahrzehnt. Ja, eine Top-Liste mit den besten Filmen der letzten 10 Jahre. Und das Ganze lief so ab, ich habe eine kleine Vorauswahl getroffen mit Filmen, die ich ganz cool fand in diesen jeweiligen Jahren und habe dann meine Community auf Facebook und die Funko-Sammelkiste abstimmen lassen, was sie gut fanden, habe das Ganze dann zusammengerechnet und das ist jetzt dabei rausgekommen. Wir gehen die ganze Sache nach Jahren durch und ihr sagt jetzt gleich, Mike, es sind aber nur 10 Jahre die letzte Dekade, wie kommst denn du dann auf Top 13? Geduld, Geduld, meine Freunde. Ich werde es dann erklären, wenn es soweit ist. Fangen wir an mit dem Jahr 2010. Das ist das erste Jahr, über das wir reden wollen. Da gab es einige schöne Filme. Und zwar gab es unter anderem diese hier. Ich blende sie mal ein. Ja, und die standen dann zur Auswahl. Da konnten sich die Leute einen von aussuchen und voten. Und ratet mal, wen sie gewotet haben. Klar, ihr seht's. Harry Potter hat gewonnen. Das war aber nicht zu erwarten. Harry Potter und der Heiligtümer des Todes. Tatsächlich ist das so, dass das auch dadurch generiert ist, dass es in der Funko-Sammelkiste nachgefragt wurde. Denn da sind sehr, sehr viele Harry Potter-Fans unterwegs und dementsprechend war das klar, dass dieser Film da ganz, ganz logisch auf Platz 1 läuft. Mein persönlicher Tipp oder mein persönlicher Pick in diesem Falle wäre gewesen Inception. Den fand ich in dem Jahr besonders toll. Kommen wir zu 2011. Ja, da seht ihr die Filme, die ich vorausgewählt habe. Und ihr ahnt es schon, ja, tatsächlich ist es auch so gekommen. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 hat natürlich abgeräumt. Na, das ist schon heftig. War aber zu erwarten. Wie gesagt, die Entscheidung ist getroffen durch einen Großteil der Funko-Sammelkiste-Mitglieder und da sind eben unheimlich viele Harry Potter-Fans dabei. Ist das verdient? Ich weiß es nicht. Gerade der zweite Teil von diesem Harry Potter-Zweiteiler. Weiß nicht, ich fand, das wurde mir immer im Laufe der Filme zu düster. Ne? Und so die letzten paar waren doch sehr düster und ich weiß nicht, irgendwie hatte das den Zauber der ersten Filme irgendwo verloren, meines Erachtens nach. Trotzdem, gewonnen hat er. Mein persönlicher Pick in diesem Falle wäre Tim und Struppi gewesen in dem Jahr von Peter Jackson. Den fand ich fantastisch. Da muss ich ehrlich sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Das war endlich mal was zu Tim und Struppi. Tim und Struppi kenne ich seit meiner kleinsten Kindheit als Comic und als Hörspiel. Und das, es gab ja schon mal Filme dazu, die waren eher so meh. Und jetzt gab es halt mal einen computeranimierten Zeichentrickfilm, der einfach eine wunderbare Geschichte erzählt hat und mir einfach richtig gut gefallen hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass da mehr kommen würde. Es kam leider nicht mehr. Aber in dem Jahr absolut das Highlight. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir nämlich die Top 13 im Prinzip, ne? Ich habe ja gesagt, es ist eine Top 13 und es gibt, ne, 13 Filme, obwohl wir nur 10 Jahre haben. Warum ist das so? Ich habe in 3 Jahren noch einen Special Pick. Jawohl, das ist etwas, was ich persönlich toll fand in dem Jahr und was jetzt in diese Top-Listen nicht mit reingepasst hat, ne? Weil es durften ja immer nur 6 sein, ne? Pro Jahr und ich habe aber noch ein paar Filme, die ich trotzdem toll fand und die ich hier erwähnen möchte. Das sind sozusagen die Wildcards. Und im Jahre 2011 gab es die erste Wildcard, da gab es nämlich den Film Cabin in the Woods. Und der ist auch richtig toll. Klar, Harry Potter hat gewonnen, Tim und Struppi wäre mein Pick gewesen, aber ein Film, den ihr unbedingt gucken müsst, Cabin in the Woods. Warum? Weil da das ganze Horrorgenre so ein bisschen auf den Kieker genommen wird. Das wird halt so ein bisschen, das ist ein sehr cleverer Film, der einfach mit den ganzen Stereotypen von Horrorfilmen umgeht und daraus was Neues zaubert und einfach einer der besten Filme der letzten Dekade, definitiv. Gerade in dem Bereich. Na, sowas gab es vorher noch nicht und sowas wird es wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder geben. Na, deswegen Cabin in the Woods, sozusagen die erste Wildcard von dreien. Kommen wir zum Jahr 2012. Da war ich tatsächlich überrascht, muss ich ehrlich sagen, denn ihr seht die 6 Filme, die hier im Angebot waren. Und ich hatte fest damit gerechnet, dass Avengers hier richtig abräumt. Aber nein, tatsächlich hat gewonnen der Hobbit. Der erste Teil vom Hobbit hat gewonnen. Das fand ich schon erstaunlich, wobei es relativ knapp war. Also da lagen jetzt gut 20 Stimmen zwischen. Na, das ist also nicht die Welt. Na, bei über 600 Leuten, die mitgemacht hatten, na, hatte jetzt der Hobbit 187 Stimmen und Avengers hatte 167 Stimmen. Dementsprechend war da jetzt nicht so viel Luft, aber der Hobbit hat halt gewonnen.
Ich persönlich habe mich für Django Unchained entschieden. Der hat mir in dem Jahr richtig gut gefallen. Absolut fantastischer Film im Jahr 2012, Django. Ich fand den toll. War richtig, ist ein Tarantino, ne? Ich bin ein großer Tarantino-Fan und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Tarantinos erster Western sozusagen. Geil. Im Jahre 2013 gab es diese Filme zur Auswahl. Und wir brauchen nicht überlegen, wer hier gewonnen hat. Das ist eine ganz, ganz klare Sache. Natürlich die Eiskönigin, keine Frage. Das war klar, auch das logischerweise dadurch indiziert, dass es sich um ein Voting innerhalb der Fango-Sammelkiste handelte und da natürlich unheimlich viele Disney-Fans auch am Start sind. Tatsächlich Wolf of Wall Street auf Platz 2 und das wäre in dem Jahr dann auch mein Pick gewesen. Tatsächlich liebe ich auch Frozen, es ist ein ganz, ganz toller Film in meinen Augen, na, so wie eigentlich alle Disney-Animationsfilme in dieser Größenordnung. Aber der Wolf of Wall Street hat mir in dem Jahr besonders gut gefallen, den fand ich sehr, sehr toll. Auf jeden Fall einer der überragenden Filme in dem Jahr. Und im Jahre 2013 gab es noch einen überragenden Film und damit haben wir die zweite Wildcard auf dieser Liste. Evil Dead, das Remake. Ja, hätte wahrscheinlich keiner gedacht, aber alle haben gesagt, um Gottes Willen, du kannst sowas nicht remaken. Aber der Film war halt einfach geil. Es war nicht mit Ash und das passte auch, absolut in Ordnung, aber der Film war einfach geil. Und so mögen wir Horrorfilme und ich warte sehnsüchtig auf die Fortsetzung und der hätte jetzt hier keine Chance gehabt zwischen den Filmen, die ihr hier auf der Liste gesehen habt. Deswegen habe ich den mit reingesneakt als meinen Favoriten generell in dem Jahr. Natürlich, klar, Wolf of Wall Street fantastisch, Die Eiskönigin fantastisch, aber den Film, den man im Jahre 2013 unbedingt gesehen haben musste, The Evil Dead. Ja, Klassik, einfach Klassik. Also ich bin überrascht, wie gut sie das umgesetzt haben, weil es ist ein richtig heftig, krasser, böser Horrorfilm geworden und genau das habe ich mir gewünscht und dementsprechend fand ich den einfach toll. Und ich wünsche mir echt, dass da bald mal die Fortsetzung kommt. Also haut mal raus. Sam Raimi macht ja immer so Späße, ne? Der tut dann mal so, als wenn ein Film kommt, sagt dann auch, ja komm, Ash ist auch mit dabei, ne? Und Bruce Campbell hat ja gesagt, nee, der Charakter ist in Rente, aber trotzdem sind die immer dabei, so einen Film zu machen. Das dauert dann immer 20 Jahre, dann kommt irgendwas, keine Ahnung. Von daher nimmt man das mal mit Vorsicht, dass da im Jahre 2013 einer kam. Ist schön, jetzt haben wir schon wieder 7 Jahre später und es ist keine Fortsetzung gekommen. Na, von daher immer mit Vorsicht genießen. Ich wünsche mir trotzdem noch eine Fortsetzung, habe ich Bock drauf. Das Jahr 2014 war ein Jahr der Superhelden, eindeutig. Na, ihr seht hier schon Guardians of the Galaxy, Winter Soldier, X-Men, Lucy, Edge of Tomorrow und der Außenseiter Nightcrawler. Außenseiter, das war klar, dass da nicht viel kommt. Der hat auch insgesamt hier nur 12 Stimmen bekommen. Und gewonnen hat natürlich Guardians of the Galaxy. Ja. Hat mich nicht überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat auch über 220 Stimmen, ja, über 220 Stimmen mehr. Ja. Das ist schon überragend viel mehr als bei allen anderen hier. Das finde ich schon krass. Ja. Winter Soldier war auch ein toller Film, aber mein persönlicher Pick in dem Jahr, und das ist etwas, was viele vielleicht nicht verstehen, Edge of Tomorrow, also Live, Die, Repeat, wie er nachher zum Ende hieß, Tom Cruise und Emily Blunt, das war einfach mein Pick, den fand ich einfach toll und verstehe es aber absolut, dass Guardian of the Galaxy hier gewonnen hat, den liebe ich auch, ne? Wenn ich mir jetzt überlegen soll, wenn ich beide Filme hier liegen habe und welchen gucke ich, dann gucke ich erstmal Edge of Tomorrow und danach Guardians of the Galaxy. Deswegen ist das so entstanden, dass ich da sage, das ist mein Pick, obwohl Guardians of the Galaxy eindeutig hier auch zu Recht gewonnen hat irgendwo. Ja. Alle Filme, die hier auf der Liste stehen, sind es wert, geschaut zu werden. Dementsprechend, wenn ihr da Bock drauf habt und viele Filme hier vielleicht noch nicht kennt, einfach mal angucken. Es ist es wert, definitiv. Machen wir weiter mit dem Jahre 2015 und das Jahr 2015 war das Jahr, in dem Star Wars wiederkam. Und wir sehen hier schon die Filme, die auf der Liste stehen. Es sind alles tolle Filme, ganz eindeutig. Es ist einfach krass, wie gut das Jahr war und ich bin tatsächlich auch im Laufe der Jahre auf immer mehr Filme gestoßen, die ich toll fand. Was witzig ist, weil eigentlich diese großen Blockbuster ja gar nicht mehr so sind wie früher. Ich bin Kind der 80er und 70er Jahre und fand halt in den 80ern die Filme immer ganz toll. Die ganzen Actionfilme und alles sowas wird heutzutage nicht mehr produziert. Filme sind anders als früher, ganz anders und teilweise nicht besser. Und dementsprechend war ich überrascht, wie viele gute Filme es doch gab in den letzten 10 Jahren. Und hier sind einfach alle gut, die hier draufstehen. Ja,
bisschen schade, dass Rocky's Legacy, also der Creed-Film, nicht weiter oben steht. Ne? Aber es war klar, dass hier Star Wars gewinnt. Das war eindeutig klar. Ja. Der Abstand zu den anderen Filmen war jetzt zwar nicht so groß, aber ich hatte fest damit gerechnet, dass Star Wars hier gewinnt. Mein persönlicher Liebling in dem Jahr war allerdings nicht Star Wars, obwohl ich den auch sehr gemocht habe, ne? Sondern Krampus natürlich. Ja, mein Herz schlägt für Horrorfilme, das ist einfach so. Und dieser Film fühlt sich für mich an, und da schließt sich wieder der Kreis, wie ein Film aus den 80er Jahren. Das ist wie Gremlins. So ein Genre-Mix mit Humor, mit Horror, mit Spannung. Und diese Genre-Mixes, die sind in den 80ern immer gut angekommen. Da kannst du sagen, hier, Gremlins, Ghostbusters, etc. Die sind alle so in dieser Form, und genau das ist die Formel, die dieser Film auch hat. Und deswegen hat er mir unheimlich gut gefallen. Krampus, für mich einer der definierendsten Weihnachtsfilme, und der wird auch immer gerne wieder geschaut. Kommen wir zum Jahr 2016. Und 2016 war auch ein Jahr, wo viele schöne Filme rauskamen, wo auch viele Leute mitgemacht haben bei dem Voting tatsächlich, muss ich sagen. Also da hatten wir über 659 Stimmen. Das war das Voting mit der meisten Beteiligung, ne, das ich gemacht habe. Es ist schon ganz ordentlich, und im Jahre 2016 hat gewonnen, und das ist tatsächlich eine Überraschung, weil wenn man mal guckt, es stehen Deadpool drauf, Fantastische Tierwesen steht drauf, Doctor Strange, Rogue One, Die Insel der besonderen Kinder und natürlich der Outsider, also der Outsider, der Underdog, 10 Cloverfield Lane, ein Film, den ich persönlich sehr cool fand. Ja, und hier hat Deadpool gewonnen. Ich habe es fast nicht geglaubt. Ich dachte, die Macht ist stärker bei den Harry Potter Fans, dass die Tierwesen auf Platz 1 wählen. Aber die Leute haben Deadpool einfach geliebt. Und hier ist tatsächlich auch der Gewinner, mein persönlicher Pick, Deadpool. Ganz, ganz klar ein Film, der es absolut verdient hat, hier auf Platz 1 zu stehen. Das war ein Überraschungshit, es war ein Risiko, ein Film mit einer Freigabe für Erwachsene in den USA. Das ist natürlich eine Seltenheit, und dass das dann so ein Riesenhit war, hat viele Türen geöffnet und wird auch hoffentlich in Zukunft weiter Türen öffnen für andere Filme, die ebenfalls eine harte Freigabe bekommen und deswegen einfach ein bisschen mehr Grit haben, sag ich einfach mal, ein bisschen mehr Substanz. Ne, und auch die erwachsenen Leute ein bisschen mehr ansprechen. Man muss nicht jeden Film weichspülen für Kinder machen. Ne. Ebenfalls im Jahr 2016, und das ist dann die dritte und letzte Wildcard auf dieser Top 13, ne, ist der Film Split. Das war ein riesen Überraschungshit, und ich nehme schon vorweg, dass ich sage, Glass war leider nicht mehr so toll, aber Split fand ich großartig. James McAvoy spielt hier um sein Leben, sag ich mal. Also die beste Rolle, die er je gehabt hat, in meinen Augen, neben Atomic Blonde. Aber da kommen wir gleich noch zu. Na, in Split spielt er einfach so gut. So gut. Ich mag den Film einfach unheimlich. Es ist fast schon ein Period-Piece, weil gar nicht so viele Charaktere drin vorkommen. Mir hat er unheimlich gut gefallen. Ist ein Film, der hier in dieser Top 6 auf jeden Fall untergegangen wäre. Vielleicht hätte man ihn anstelle von Cloverfield Lane mit reinnehmen können, aber er hätte trotzdem niemals gewonnen. Na, dementsprechend ist das jetzt mein letzter Wildcard-Pick, dass ich sage, den Film solltet ihr euch auch unbedingt angucken. Absolut verdient. Na, dementsprechend, Deadpool hat gewonnen, aber mein Herz gehört hier nicht nur Deadpool, sondern auch dem Film Split. Das Jahr 2017 war das Jahr, in dem der Clown zurückkam. Und nicht nur der, es gab viele tolle Filme. Auch hier wieder einiges an Superheldenfilmen. Atomic Blonde war mit dabei, Blade Runner 2049, den ich als Überraschungshit empfunden habe. Also der erste damals, finde ich, ist ein Film, der stark überschätzt wird und gar nicht so gut ist, wie viele sagen. Meine Meinung. Ne? Der zweite Teil wiederum hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war interessant, es war spannend, es war alles gut gemacht. Dementsprechend auch klar hier auf der Liste. Logan, was soll ich sagen? Der musste hier drauf auf die Liste. Logan nicht zu nennen, wäre großer Frevel. Einer der definierenden und besten Filme, die Fox, es war Fox, ja, Fox hat die Mutanten gehabt, bevor sie zu Disney gekommen sind, rausgebracht hat. Also wirklich ein Meisterwerk. Damit hätte man das enden lassen sollen, damals bei Fox. Da hätte man sagen können, komm, Logan ist der krönende Abschluss und danach machen wir nichts mehr. Wäre vielleicht besser gewesen, denn Dark Phoenix und so weiter waren ja dann nicht mehr so dolle. Ja. Spider-Man war toll, keine Frage. Aber hier hat gewonnen. Und da danke ich tatsächlich der Community für, denn das ist natürlich auch mein persönlicher Pick und einer meiner Lieblingsfilme, der erste Teil, na, S. Stephen King, S, Chapter One. Was soll man sagen? Ich liebe das neue Pennywise-Design, ich fand den Film unheimlich gut. Der Film ist ebenfalls ein Film, der mich unheimlich an die 80er erinnert hat. Klar, er spielt in den 80ern,
Ne? Aber es ist halt wieder so ein Film, der so in diesem Prinzip Stand By Me, Goonies, Kinder, die halt etwas überwinden müssen, was eigentlich viel zu groß ist für sie. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen hat mir dieser Film auch richtig gut gefallen. Wie gesagt, Bill Skarsgård als Pennywise, absolut fantastisch. Und vor allen Dingen eine andere Herangehensweise als Tim Curry damals, den ich auch sehr liebe in seiner Rolle als Pennywise und generell halt in seinen Filmen immer sehr, sehr cool finde. Dementsprechend fand ich das schön, dass man da eine etwas andere Herangehensweise gemacht hat, dass man eine recht gute Umsetzung des Buchstoffes gemacht hat, auch wenn man es ein bisschen anders aufgeteilt hat als im Buch. Na, es fehlte zwar wieder unheimlich viel, aber was willst du machen? Das Buch hat irgendwie über 1000 Seiten, da steht so viel Zeug drin, das kriegst du niemals in den Film unter. Und deswegen hat es mir gut gefallen. Die Schauspieler waren alle cool. Also S Chapter One einfach absolut verdient. Und ihr seht schon, je weiter wir kommen in dieser Top 10, Top 13, rede ich auch mehr über die Filme, die da gewonnen haben oder die Filme, die mir persönlich gut gefallen haben. Aber das war klar, das sollte auch so sein. Dementsprechend machen wir dann einfach mal weiter. 2018. Wieder ein Jahr mit viel Action, 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 Action. Wir haben Spider-Man A New Universe. Ja, Animationsfilm, ganz toll tatsächlich. Ein wirklich schön gemachter Film, der sehr viel Spaß gemacht hat. Wahrscheinlich einer der besten Spider-Man-Filme sogar, die wir bis jetzt hatten. Na, wir haben Bumblebee mit dabei. Wahrscheinlich der beste Transformers-Film, den wir bisher hatten. Wir hatten die Verfilmung zu Ready Player One von Steven Spielberg. Etwas, was einfach meisterlich auch gemacht ist, weil so viele Anspielungen an die Dinge, die wir toll finden, da drin vorkommen. Na, im Buch ist es sogar noch mehr. Aber jetzt im Film sieht man es dann auch. Und das ist so richtig schön. Von Back to the Future über Jurassic Park. Alles ist hier drin in diesem Film. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aquaman. Hat mir auch sehr gut gefallen. Für einen DC-Film, und man muss ja leider sagen, dass manche DC-Filme, Suicide Squad, na, und ihr habt ja auch gesehen, sie waren hier alle nicht drauf, Batman vs. Superman, Justice League, alles so Mittelmaß war, na, und halt nicht so überragend gut. Und dementsprechend, Aquaman hat gut gefallen und hat hier auf jeden Fall seinen Platz in der Liste verdient und natürlich gewonnen hat. Und das ist gar keine Frage, der beste Marvel-Film bisher. Na, Infinity War. Infinity War, eindeutig, na, der erste Part der großen Infinity Gauntlet Saga um Thanos. Einfach meisterlich. Und auch der hat hier tatsächlich, ja, der hat, glaube ich, den allergrößten Abstand, na, mit dem größten Abstand überhaupt gewonnen. Bei über 516 Stimmen hat er über 326 Stimmen für sich vereint. Das heißt, alle Leute haben diesen Film geliebt und das auch zu Recht. Es ist einfach groß. Ne, ein Film, der im Prinzip auch über 20 Jahre in der Mache war, ne, indem sie halt dieses ganze, oder 15 Jahre, indem sie dieses ganze DCU halt gegründet haben und immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann, ne, kommt Thanos und macht einfach mal den Infinity War klar und ich fand das einfach meisterlich gemacht. Der Film ist von Anfang bis Ende einfach unglaublich spannend und hat so viel Spaß gemacht. Ne. Fantastisch, fantastischer Film, absolut verdient hier den Sieg in diesem Jahr von sich zu tragen, ja, mitzunehmen. So rum kommt's, ne? Der kriegt den goldenen Handschuh, kriegt hier in diesem Jahr Infinity War. Das Jahr 2019 und damit schließt sich schon der Kreis. Ja, wir haben 10 Jahre voll. 2019, das letzte Jahr, über das wir voten konnten, das Jahr 2020, ist ja gerade erst angefangen, aber auch da habe ich für euch auf dem Kanal schon zwei Top 13 Videos, indem ihr Filme, die ich persönlich in 2020 geil finden werde, hoffentlich, oder auf die ich scharf bin, ne, habe ich euch da schon mal gezeigt, plus ein paar Bonusfilme, sind also schon über 29 Filme, die ihr euch angucken könnt auf meinem Kanal, die cool sind im neuen Jahr. Jetzt aber wir bleiben jetzt erstmal bei 2019. Ihr seht, das sind die Filme, die zur Wahl standen und es sind alles fantastische Filme. Ne? Spider-Man Far From Home, wir haben S Chapter 2 auch ziemlich cool, leider nicht so cool wie der erste, aber ziemlich cool. Wir haben den Aufstieg Skywalkers ja ganz kurz vor Ende des Jahres erst dazugekommen. Na, und trotzdem ein angeblich der erste Billionen-Dollar-Flop. Es ist verrückt. Also viele Leute, also bei Star Wars ist es jetzt wieder in zwei Lager geteilt. Die einen sagen, der Film war total schrecklich, die anderen sagen, der Film war brillant. Ich habe mich einfach gut unterhalten gefühlt, deswegen war Star Wars für mich jetzt, es ist jetzt auch okay, die Trilogie ist vorbei. Ganze ist total messy. Die Geschichte dahinter, wie die verschiedenen Leute da
agiert haben, ist fast spannender als das, was man auf der Leinwand sieht. Und man merkt, dass man von Anfang an keine Idee hatte, wie man die komplette Geschichte erzählt. Das ist eindeutig ein Fehler, den man hier gemacht hat. Und vielleicht wird man es in Zukunft besser machen. Ich hoffe es zumindest. Na, gebt sowas in die Hände von Kevin Feige zum Beispiel, der darauf wacht und aufpasst, dass da keine blödsinnigen Sachen passieren. Dann funktioniert das vielleicht auch. Ja, Joker, auch ein Überraschungstipp. Tatsächlich jetzt ein großer Anwärter für den Oscar dieses Jahr. Kann einige Oscars abräumen. Wir werden sehen, was da passiert. Verdient hat er das allemal. Und natürlich Avengers Endgame. Und ihr könnt euch vorstellen, dass Endgame hier natürlich auch die größte Macht war. Und so ist es auch gekommen. Endgame hat gewonnen. Ganz, ganz klar. Ich finde es ein bisschen schade, denn Endgame persönlich hat mir nicht so gut gefallen wie Infinity War. Ja, eigentlich ein Film, der zusammengehört. Aber es ist ja wie bei S, Chapter 1 und Chapter 2. Auch da war der erste Film besser als der zweite. Endgame war schön. Mir persönlich hat er aber nicht so viel gegeben wie Infinity War. Ich weiß nicht mal genau, woran es lag, aber ich fand den Infinity War einfach besser. Vielleicht lag es an dieser ganzen Zeitreisegeschichte, die, obwohl sie es am Anfang erklären, trotzdem irgendwie keinen Sinn ergibt. Und merkwürdig ist in ihrer Art und Weise, gerade mit dem, was am Ende so passiert. Das hat das Ganze wieder so ein bisschen... Man hätte den Film auch anders enden lassen können und hätte damit ein viel zufriedenstellenderes Ende geschaffen, in meinen Augen. Aber gut, ich bin da ja nicht verantwortlich für. Deswegen kann ich trotzdem sagen, dass der Film gewonnen hat, mir persönlich aber nicht so gut gefallen hat, wie zum Beispiel der Joker. Das war für mich ein Überraschungshit. Ich hatte überhaupt gar keine Erwartungen. Ich wusste nur, dass der Film für mich interessant sein wird und... für mich absolut der beste Film im letzten Jahr. Das kann man nicht anders sagen. Also Star Wars war ganz nett, S war super, Alita Battle Angel hat mir persönlich auch sehr gut gefallen, Spider-Man Far From Home war auch ziemlich cool, Endgame war super, aber für mich eindeutig der Film des Jahres, DC mit, also ne, der DC-Film Joker. Jetzt haben sie da über Fortsetzung geredet. Ich hoffe, das kommt nicht tatsächlich. Also ich wünsche mir, wenn sie sowas machen, dann sollen sie sowas über andere Charaktere machen. Der Pinguin oder der Riddler oder Scarecrow. Scarecrow wäre sehr interessant. Aber nicht Joker 2, das brauchen wir nicht. Der Film funktioniert für sich alleine. Macht da nicht so ein Fortsetzungsding draus. Das braucht ihr nicht. Ihr habt es nicht nötig. Es gibt genug Charaktere, mit denen man arbeiten kann, ne, mit denen man Geschichten erzählen kann, die besonders sind. Und ne, eine Fortsetzung macht aus dieser Besonderheit wieder etwas Schwächeres. Kann sogar sein, dass der zweite Teil besser ist, aber ich bin überzeugt, dass hier eine Fortsetzung eher schwach wäre. Ich glaube, das würde die ganze Sache etwas. Man braucht das nicht. Es funktioniert auch ohne. Egal, ich verrenne mich hier schon wieder. Avengers Endgame hat gewonnen. Hier seht ihr nochmal alle Sieger der 10 Jahre. Das sind die Gewinner. Na, plus meine 3 Wildcards. Auch die möchte ich euch hier nicht... die sollt ihr auch alle gucken. Das sind alles die Filme. Die sind definierend für das letzte Jahrzehnt. Ne, aus der Vorauswahl, die ich natürlich getroffen habe. Kann sein, dass ihr anderer Meinung seid. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr noch Filme gefunden habt, die ihr gerne auf der Liste gesehen hättet. Ne, und sagt mir gerne, warum ihr die toll findet. Ne, oder welchen Pick ihr 4 von der Liste runtergezogen hättet. Ich fand das eine sehr spannende Sache, ein schönes Experiment. Ne, in Zusammenarbeit mit der Funko-Sammelkiste und eben meiner persönlichen Facebook-Seite. Haltet da gerne mal Ausschau, weil es kann sein, dass wir sowas wiederholen. Ne, mit anderen Themen. Ich habe da richtig Bock drauf. Und dementsprechend bin ich jetzt raus und freue mich auf eure Mitarbeit in Zukunft. Ne? Wisst ihr Bescheid? Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke, wieder anschalten. Klingt doch gut. Und jetzt auf ins Kino. Tschüss.